Und noch eine Eilnachricht. Wie soeben gemeldet wurde, kam es im Vorfeld der Kinopremiere von Hollywood-Star David Gray zu einer Explosion mit wahrscheinlich terroristischem Hintergrund. Gray wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Guten Abend, Ihre Papiere bitte. Jack Taylor. Es gibt Beweise gegen Sie. Ich verhafte Sie wegen versuchtem Mord an David Gray. Neues zum Anschlag auf David Gray. Die Sängerin Evangeline O'Hara im Interview mit LA News. Ich war keine 100 Meter vom Hubschrauber entfernt, als es passiert ist. Ich habe gehört, dass Grays Leibwächter Jack Taylor etwas mit der Sache zu tun hat. Taylor, bin ich das nächste Opfer auf Ihrer Liste? Sie haben mich zum verdammten Sündenbock gemacht. Taylor, sind Sie da drin? Wenn Sie mich jetzt wegschicken, werden Sie das bereuen. Wie können Sie sich da so sicher sein? Haben Sie sich schon mal gefragt, was ich davon hätte, Sie anzuschwärzen? Ich war nicht überrascht, als ich mein Gesicht zum ersten Mal in der Zeitung sah. Quasi über Nacht war ich zur wohlgesuchtesten Person von L.A. geworden, während Grays Film eine sensationelle erste Woche am Box Office verbuchen konnte. Hallo? Wie geht's dir, Dave? Jack? Bist du das? Ich habe nichts damit zu tun, Dave. Das weiß ich. Die Medien haben einen Schuldigen gesucht und gefunden. Können wir uns sehen? Ja, heute Abend um 6 auf dem alten Studiodach. Ich werde da sein. Durch ihren unerwarteten Eingriff auf meiner Seite war Evangeline O'Hara zwangsläufig zu meiner Verbündeten geworden. Sie boten mir ihre Hilfe und ein vorläufiges Dach über dem Kopf an. Ich hatte keine andere Wahl, als ihr zu vertrauen. Von Anklopfen haben Sie wohl noch nie etwas gehört. Ich hielt es nicht für nötig. Die Tür stand sperrangelweit offen. Warum fliehen Sie? Die Polizei hat nichts gegen Sie in der Hand. Polizei? Es waren keine Polizisten. Es war ein Mordkommando.
Glückwunsch zu deinem Film, Dave. Du musst verschwinden, Jack. Verschwinden? Wohin? Damit gebe ich ihm doch nur den Sündenbock, den sie brauchen. Die sind hinter dir her, Jack. Jeder glaubt, dass du es warst. Jetzt wollen sie nur noch Blut sehen. Dein Blut. Aber wer, Dave? Ich weiß, dass es einen Komplott gibt. Irgendjemand ist hinter unseren beiden Köpfen her. Dave dachte, dass du Hilfe brauchst. Wir wussten, dass ich hier bin. Woher? Irgendjemand in Daves Umfeld arbeitet gegen dich. Aber wer? Erinnerst du dich an Steve? Der Stalker? Er ist harmlos. Vielleicht nicht so harmlos, wie du denkst. Du solltest ihn dir noch einmal anschauen. Ich wusste, dass es nie aufhören würde. Die Stadt schien gegen mich zu arbeiten. Irgendjemand da draußen wollte mich vernichtet sehen.